So, es geht wieder weiter. Kurze Runde noch, bevor ich komplett gehe. Oh, warte. Der gute Salbei. Und der Perlendinger. Ach. Das ist ein großes Gebiet, ne? Hallo. Komm mal. Wo ist der kleine Schokobo? Sind wir hier lang? Ach, hier. Ah! Dann stellen wir die Bushaltestelle auf. So, das wird auch niemals wieder umkippen. So viel steht fest. Mal da unten können wir mal gucken. Ey, haben wir hier schon mal? Nee. Kann irgendein Dorf sein. Das ist doch eine Chocobo-Farm. Wem die wohl gehört? Gabe. Jo, was geht? Ihr seid neu hier, oder? Kommt ihr etwa von den Sümpfen? Genau, wir haben uns Chocobos von Bills Farm ausgeliehen. Ah, Himmel, Arsch und Zwerg. Oh, auch, Krawall, ich habe ihm schon so oft gesagt, seine dummen Schilder abzunehmen. Auch auf Chocobos sind die Sümpfe zu gefährlich. Ich heiße übrigens Gabe, das hier ist meine Farm. Und ihr braucht gar nicht erst fragen. Meine Chocobos verleihe ich nicht. Tschüss. Oh. Das Transportgeschäft wird von Shinra stark reguliert. Bisher habe ich mich trotzdem irgendwie über Wasser halten können. Aber mein Wagen hat vor kurzem den Geist aufgegeben. Und weil ich mir die Teile für die Reparatur nicht leisten kann, ist mein Geschäft so gut wie tot. Das Ganze deprimiert sogar meine armen Chocobos. Sollen wir ihnen bei der Reparatur helfen? Das ist nett, aber ohne Ersatzteile? Es reicht also, wenn wir die besorgen können? Tja schon, aber... Guckt euch doch mal an, wie der Wagen aussieht. Ich weiß ja nicht. Und ich habe leider nichts, womit ich euch bezahlen könnte. Interessieren dich meine Chocobos? Ich habe mehrmals versucht, sie in die Wildnis zu entlassen, aber sie kommen immer wieder zurück. Das hab ich jetzt davon. Da eröffnet man ein Geschäft und dann ist der eigene Kopf der Erste, der rollt, wenn's bergab geht. Aber sagen Sie doch sowas nicht. Es ist nicht Ihre Schuld. Komm schon, Cloud. Die Chocobos brauchen uns. Wir müssen ihnen helfen. Bitte. Damit ich mich nicht schlecht fühlen muss, jemanden in Not im Stich gelassen zu haben. Das kann ich einfach nicht. Bitte, bitte, bitte. Hä? Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Juhu! Keine Gut, wenn ihr drauf besteht. Ich warne euch gleich. Die Ersatzteile, die wir brauchen, sind in dieser Gegend schwer zu finden. Und wo können wir sie finden? Bei einem Händler, der in einer Hütte auf dem Berggipfel lebt. Zu Fuß kommt man da nicht hin. Nur eine bestimmte Chocobo-Dame schafft den Aufstieg. Bell heißt sie. Das letzte Mal habe ich sie dort drüben gesehen. Wird aber nicht leicht, sie zu fangen. Gehen wir es an. Oh no. Ah ja. Was ist das hier in diesem Gebiet, Alter? Wahnsinn. Wir klauen den Typen erstmal. Der aussieht wie ein 20 Jahre Monte. Was ist das hier? Hallo! Unser Sortiment lässt keine Wünsche offen.
kaufen. Tauschen. Oh. Ah. Scheiße. Und schon war's das. Seit Jahren lieb zu dem Chocobo. Oh nein, das war wieder die Percy Jackson, wie heißt. Willkommen auf Junons Chocobo-Farm. Stell dir vor, Cloud, die Chocobos bekommen hier spezielles Futter. Es werden Algen und zermalmte Fischgräten untergemischt. Etwas anderes hätte ich in Junon auch nicht erwartet. Ah, nee. Es gibt noch viele weitere Phänomene. Ich baue auf deine Unterstützung. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo muss ich hin? Hier lang, ne? Schon ein bisschen schade, dass er uns nicht bezahlen kann. Nicht will. Dem Kerl geht's besser, als er den Anschein erwecken will. Der hat's faustdick hinter den Ohren. Meinst du etwa, er wollte uns hinters Licht führen? Damit Klar. wir die Arbeit für ihn erledigen? Vermutlich. Egal. Ich mach's trotzdem. Für die Chocobos. Nee. Nix für die Chocobos. So. Okay. Jetzt! Bring es hinter bis hier und nicht weiter. Der Feind ist genug. Nichts. Los geht's. Ich bin höher. Keine Chance. Jetzt gibt's Dresch. Bis hier und nicht weiter. Es ist geschafft. So. Ha. Huh. Sachen einfach gibt. Ist das aber nicht die Hauptquest? Wo ich hinterher renne. Ah, ich glaube, da kommen wir nicht durch. Gehört das hier schon zu Junon? Nein. Unter der Festungsstadt liegt ein Vorort. Unter Junon. Ein marodes Fischerdorf. Ha, typisch Shinra. Alles, was denen nicht in den Kram passt, wird nach unten verfrachtet. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist ein Fischerdorf. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Wo muss ich denn hier lang? Hallo? Ist das die Nebenquest oder die Hauptquest? Ich verstehe es nicht. ETF. Oh, ich glaube, das ist die Hauptquest, ne? Ja. Ah, warte, dann lass uns zurückgehen. Dann machen wir die eine Quest noch. Ah, ich muss mir merken, blau ist nicht die Quest. Mein Gott. Ach ja. Jetzt können wir den ganzen Weg zurückgehen. Was eigentlich? Ah, wir müssen geradeaus immer.
Ah, ist doch die Hütte von denen. In der Gegend halten sich Chocobos auf. Ah, warte mal, wir sind doch richtig. Das war die Bella, oder? Ach du Scheiße. Das ist die Belle. Wie machen wir das nochmal? So, jetzt muss ich mitgehen. Ah ja. Aber hier, guck mal, wie der genau weiß, dass ich hier bin. Der guckt immer hinterher. Was ist das für eine Arsche? Was macht der hier? Schalter. Genau den Schalter, den ich gerade betätigt habe. Das soll quasi den Stein werfen. Verarschen? Hey, was machen die denn da? Irgendwas ein bisschen kompliziert, oder? Wie die aber genau einen angucken? Was ist das für eine Scheiße? Das macht gar keinen Sinn. Bewirkt ja viel, ne? Ist hier aber auch kein Scheiter mehr. Drecksvogel, guck mal, warum weiß er, dass ich hier bin? Da ist der Scheiter! Junge! Verpiss dich da! Was ist das für ein scheiß Ding? Wieso geht der nicht weg? Thank you.
Gut so. So Leute, es war auch das einzigste und letzte Mal, dass ich diese Scheiße gemacht habe. Also sowas ein Kack, Alter. Hunderte Mal habe ich es gerade versucht. Jetzt haben wir alle graue. Ja, muss ich denn jetzt lang? Das ist die Frage. Zum grünen Ausrufezeichen. Wo ist denn der alte Mann? Bin ja gespannt, ob ihr Erfolg habt. Nee, ist ja nicht. Okay. Dann fahr ich mal dieses grüne Wappen da. Ob das was ist? Hier kann man was machen. Ah. Hey, ja, nee, ist klar. Normales. Was ist denn eine Eule? Das geht also noch höher? Oder? Hier. Deswegen müsste ja auch irgendwo die Nebenquest sein, ne? Ah, oh mein Gott. Absetzen. Achso, man kann ja noch. Das hier machen. So. Deswegen die Eule. Dann haben wir auf jeden Fall die weitere Hauptquest. Ist mir zu langweilig immer dieses Rumgeier hier. So, dann muss ich zu Fuß gehen. Ah ja. Wen haben wir denn da?
wollt ihr? Wir möchten den Karren von Gabe reparieren. Ah, auf der Suche nach Ersatzteilen, was? Kommt morgen oder übermorgen wieder. Ihr seht doch, dass ich gerade viel zu müde für sowas bin. Meinst du, mit einer Ohrfeige kriegen wir ihn wach? Ja. Aufgewacht! Hey, was soll das denn werden? Na, jag mir doch nicht so einen Schrecken ein! Na schön, wenn euch so viel dran liegt, aber dann müsst ihr mir alle Teile von der Liste bringen. Und jetzt? Was für eine Frage! Das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, komm ich mal. Scheiß auf. Hab keinen Bock mehr. Ah, nochmal. Lass mal mir ja auch küsst. Ich glaube, das sagt. Ich glaube, es sagt. Ich gehe ja jetzt nicht auf Suche, Alter, nach 10 Sachen. So, was haben wir hier oben? Das würde ich noch gerne gucken. Aber oh nein, gibt's hier. Ah, oh, hier geht's wahrscheinlich zu so einem. Warte mal. Ist ein Dreck schon da, okay. Nein! Analysieren. Oh, du Scheiße. Ungefähr, oder? War gut. Wie denn jetzt? Okay. Ich konnte alle notwendigen Informationen aus ihm ziehen. Damit kann ich die Beschwörermaterie der Espa verstärken. So. Wenn man nicht braucht, dann kommt er nicht. Da muss ich hier runter. So, bei. Jetzt geht's zur nächsten Hauptquest. Scheiß mal auf den alten Sack. Kann er selber machen. Ich gehe ja nicht extra für 200 Leute da Sachen machen, Alter. Da habe ich gar keinen Bock. Werfen.
So. Nicht so schnell. Mhm. Willkommen unter Junon, dem Ort, wo niemals die Sonne scheint. Mein Name ist Rhonda. Ich stehe der hiesigen Bürgerwehr vor. Avalanche. Was, wenn es so wäre? Am besten melde ich euch einfach mal. Wer weiß, vielleicht macht ihr mich ja reich. Also an deiner Stelle würde ich das nicht tun. Du heißt Aris, hm? Für dich gäbe es 500.000 Gil. Echt? So viel? Wenn ihr wollt, könnte ich es aber auch bleiben lassen. Bin schließlich kein Unmensch. Das ist doch sicher eine Falle, oder? So etwas kann nur jemand sagen, der unsere Geschichte nicht kennt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne verschwinden. Ansonsten... Die Herberge ist da vorne. Und die Zimmer sind alle frei. Hast du Männer in schwarzen Kutten gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Mit schwarzen Anzügen kann ich allerdings dienen. Zwei Männer und eine Frau. Hört, hört. Sie sind mit dem Aufzug darauf gefahren. Ho, ho, ho. Schlagt euch das schön aus dem Kopf. Ihr wisst das ja sicher. Aber Junon ist fest in Shinras Hand. In dem Aufzug haben Leute wie wir nichts zu suchen. Außerdem ist oben gerade was los, mit entsprechender Sicherheitsstufe. Die Gardisten sind ziemlich nervös. Also macht uns hier bitte keinen Ärger, hört ihr? Sonst kriegt ihr es mit mir zu tun. Jawohl, Ma'am. Eine Hafenstadt. Sieht cool aus. Kaution. Tja, und was jetzt? Die schwarzen Schluffi.